Diana Diamond von Mobilettes. Hallo. Ganz toll, hallo. Konzert war super. Wie fandst du's? Ich habe mich total gefreut, wieder hier zu sein, weil es gibt da schon so einige Fans in Stuttgart, die fast jedes Mal da waren. Und ich habe mich schon vorher gefragt, ob ich die wohl wiedersehen werde. Ja. Und es war sehr schön, dass die wieder alle vor der Bühne standen. Wann habt ihr das letzte Mal hier gespielt? Wann wir hier das letzte Mal waren, das weiß ich nicht mehr. Ist aber bestimmt schon, also ich kann mich erinnern, dass ich selbst mal da war und das ist 12 Jahre her einfach. Also, ja, das auch hier damals hieß es dann, glaube ich, noch Travelers Club. Genau. Also ich weiß nur, dass wir, glaube ich, 2002 das letzte Mal auf Tournee waren. Ob wir da auch hier waren, das ja, weiß ich nicht mehr. Ja, ja. Und die waren jetzt, sind die da gewesen, die Fans? Hattest du ja die gesehen? Genau, ja. Und dich auch mit ihnen wahrscheinlich genau jetzt gerade unterhalten. Genau, und das fand ich auch ganz toll. Eine Dame, die ging gerade vor uns raus, die hatte die alte Mobilettes-Handtasche. Die gab es auch, ja, also, weil ich habe tatsächlich zu Hause noch die Strumpfhose. Ah, die Strumpfhose, ja. Ja, bisher haben wir noch kein neues Merchandise, weil wir wollten uns auch mal umhören, was denn eigentlich so gewünscht wird vielleicht von den Fans. Buttons war bisher ein Vorschlag. Mal gucken, vielleicht kommen ja noch andere Vorschläge. Also ich finde immer alles mit Stickerei, glaube ich, schön. Das ist wahrscheinlich ja aufwendig dann herzustellen irgendwie, aber also es ist natürlich schwierig, weil so wie wir es früher gemacht haben, das waren ja alles Einzelstücke. Also jetzt die Handtaschen und Portemonnaies und so. Und das ist dann natürlich ganz schön teuer in der Herstellung. Aber andererseits gibt es auch jetzt von so professionellen Anbietern nichts, was richtig ja hübsch aussieht. Wie sahen denn die Handtaschen aus? Ich kenne die, glaube ich, nicht. Das waren alles verschiedene Handtaschen, vom so alte Handtaschen. Ah, genau, und die wurden dann einfach customized mit irgendeinem Mobilettes-Logo. Die wurden bedruckt, genau. Bedruckt, genau. Aber deswegen war das ja dann auch so teuer, weil jede Handtasche auch anders war. Das neue Album, du hattest ja auch das Publikum schon so ein bisschen drauf angesprochen, die meisten Leute kennen das ja wahrscheinlich noch nicht, oder wie ist jetzt eure Erfahrung bisher? Das kam ja jetzt wirklich vor kurzem auch erst raus, ne? Ja, das ist gerade ganz frisch draußen, aber die meisten Leute, die zu den Konzerten kommen, die kannten uns schon von früher. Genau, aber das neue Album, also jetzt die neuen Songs, ihr habt ja auch ziemlich viele, glaube ich, ältere Songs auf jeden Fall gespielt, also ja, ich kannte jetzt einige noch ja von dem anderen Album, aber wie gesagt, die neuen Songs sind wahrscheinlich jetzt noch nicht so bekannt. Ach so, das ist ganz verschieden. Also hier jetzt haben sich ja nur 4 Leute, glaube ich, gemeldet, die neue Platte ja kannten. In anderen Städten waren das schon mehr. Ja. Ihr habt jetzt eine ziemlich lange Pause gemacht. Wie ist das, wenn man dann wieder anfängt? Du hast auch eine neue Band, glaube ich, weil ihr hattet ja eigentlich auch Sängerinnen früher, die sind ja jetzt nicht mehr dabei. Muss man da komplett alle neu zusammensuchen oder wer ist von früher noch dabei? Eigentlich war der Plan, dass wir alle von früher zusammen jetzt auch weitermachen. Und mit den Sängerinnen ist es so, die waren schon auf der letzten Tournee auch nicht mehr dabei. Mhm. Aus ganz rein finanziellen Gründen. Und deswegen jetzt auch nicht. Also da, wo die wohnen, also in Berlin und Hamburg, sind die auch dabei. Aber wir können es uns leider zurzeit nicht leisten, die mitzunehmen. Und ansonsten, also von der Band war eigentlich der Plan, dass alle weiterhin mitmachen. Nur, dass wir einen neuen Organisten brauchen, das war schon klar. Und Schlagzeuger ist das? Weil bei uns hat der Organist sowieso immer viel gewechselt und da gab es eigentlich keinen, der so die ganze Zeit immer schon dabei war. Aber unser alter Schlagzeuger, Axel, der nach mir, glaube ich, jetzt von allen am längsten dabei war, der hat ja auch auf der Platte noch mitgespielt, aber hat jetzt leider keine Zeit, auf Tournee zu gehen, weil er eine Familie mit 9 Kindern hat. 9? Gratulation und Mitleid. Ja, das muss jeder selber wissen. Wie ist es bei euch, die Songs, du schreibst auf jeden Fall die Texte. Wie ja entstehen die Songs? Schreibt ihr die gemeinsam? Ja, also bei den meisten Stücken habe ich so die Grundidee, also das heißt, mir fällt ja jetzt nicht so ein Text alleine ein, sondern das ist dann schon mit Melodie und auch einer Vorstellung davon, wie die Harmonien so sein sollen, was der Rhythmus, also was für ein Song das ja sein soll. Und dann singe ich denen das vor und dann haben die auch noch weitere Ideen dazu und manchmal wird es dann was ganz anderes, manchmal auch nicht. Aber es gibt auch ein paar Songs, wo dann einer der Musiker gesagt hat, hier, ich habe hier was und so. Und dann habe ich da einen Text drauf geschrieben. Wie ist es, wenn ihr aufnehmt oder produziert, versucht ihr dann auch diese 60s Sounds nachzuempfinden oder nehmt ihr einfach ganz normal Musik auf im Studio, ohne jetzt irgendwelche speziellen, ich weiß nicht, Techniken oder so? Also wir gehen ja, wir waren bisher immer in demselben Studio, natürlich deswegen, weil die sich schon
damit auskennen, so ein bisschen altmodische Sounds zu produzieren. Ja, ist das auch in Hamburg dann? Ja, ja. Und auch so die entsprechenden Geräte haben. Aber zum Beispiel jetzt haben wir zum ersten Mal ja digital aufgenommen. Mhm. Und das war natürlich schon eine Neuerung, weil es war jetzt eben möglich, auch in verschiedenen Städten die Aufnahmen zu machen, dass jeder das zu Hause aufnehmen konnte. Aber klar, dann beim Abmischen gibt es zu jedem Song so ein Hörbeispiel und dann versucht man, oder man lässt sich davon inspirieren. Natürlich wird es nie genau so. Also man hört sich das einmal an und dann guckt man, was man davon vielleicht übernimmt, so an Ideen. Wo kommt das bei dir her, diese Faszination mit den 60er Jahren? Ist das schon immer da gewesen oder wo kam das her? Ja, irgendwie war das, glaube ich, schon immer da. Also ich weiß, als Mädchen oder so, natürlich fing das an so mit der Ästhetik, also ja, mit den Spielfilmen zum Beispiel, die man gesehen hat. Ich weiß noch, als Kind, wie toll wir da immer Frühstück bei Tiffany fanden und Leoparden küsst man nicht und ja, all solche Filme, die, wie ich jetzt im Nachhinein das analysieren kann, so ein Frauenbild vermitteln, was in meiner Jugend und gerade Pubertät ja eigentlich völlig out war. Nämlich sehr weiblich, aber das als Stärke zu sehen. Und das war immer, das hat mich interessiert. Ja, und auch sonst die Ästhetik. Also auf die Musik bin ich dann erst später gekommen. Ja, du siehst auch wahnsinnig Liz Taylor ähnlich. Also ich finde auf den Fotos, vor allem wenn man so Bilder von dir sieht, dann ist das ja echt wie die Zwillingsschwester zum Teil. Ist das Absicht oder ist halt einfach so? Nee, das ist nicht Absicht. Ich meine, wer möchte nicht wie die junge Liz Taylor aussehen? Natürlich, klar. Ja, früher habe ich das öfter gehört, du siehst ja aus wie Liz Taylor. Also vor allem eben auf den Bildern, also ist das natürlich wahnsinnig. So jetzt in den letzten Jahren fiel der Name Liz Taylor nicht mehr so oft, aber das sind manchmal Amy Winehouse. Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann so sieht, Amy Winehouse spaziert daher und macht irgendwie das Gleiche, was man selber eigentlich, oder nicht das Gleiche, aber dieser ganze Stil, dieses extrem auffällige, der Liedstrich, und man denkt so, hatte ich jetzt auch irgendwie schon vor ein paar Jahren. Ja, ne? Aber ich finde es ganz großartig, also weil sie einfach so eine tolle Sängerin ist und auch Songwriterin und irgendwie eine großartige Person, und es hat mich total gefreut, dass die Musik, die mich interessiert, so gut produziert wird und auch in die Hitparaden kommt. Also das finde ich großartig. Also du verfolgst schon auch jetzt aktuelle Musik noch mit? Das wäre eine vollkommene Übertreibung, weil ich höre nie Radio. Ich interessiere mich eigentlich für nicht so sehr für das, was so neu rauskommt. Ab und zu höre ich vielleicht mal in der Bar irgendwas und dann frage ich, oh, was war denn das? Und so. Ich bin auf Amy Winehouse durch einen Freund gekommen, der eine Bar macht. Ah, okay. Gehst du viel aus noch in Hamburg? Ich meine, dort gibt es ja schon diese ausgeprägte Soul-Szene auch. Ich versuche es, aber in den letzten 2 Jahren oder 3 war ich so viel unterwegs und hatte einfach keine Zeit. Ich bin eigentlich kaum ausgegangen. Aber das bedauere ich sehr und ich möchte auch gerne mehr wieder auf so Tanzveranstaltungen gehen. Eben weil es in Hamburg ein paar ganz gute gibt. Ja, eben, das ist eigentlich sehr schön. Also was mich speziell und ich glaube viele andere Mädels vor allem auch interessiert, wie schaffst du das, dich so extrem authentisch anzuziehen? Du gehst wahrscheinlich in Secondhand-Läden und kaufst da komplett ein? Oder hast du da jemand, der dir das schenkt? Also ich glaube, ich habe seit mindestens 5 Jahren nichts Neues mehr gekauft, weil mein Kleiderschrank ist voll. Zweitens findet man auch nicht mehr so gute Sachen und wenn, dann sind die so teuer, dass ich sie mir nicht leisten kann. Mhm. Gott sei Dank habe ich früh damit angefangen, so Sachen, Kleider zu sammeln und habe dann noch so einen Vorrat. Ja. Also weil vorhin dachte ich eigentlich so, eigentlich müssten doch diese ganzen Originalteile aus den 60er Jahren irgendwann zu Ende sein, weil irgendwann hat ja, das sind sie ja auch. Oder beziehungsweise es fing halt irgendwann an, dass so die guten Stücke dann von gehobener Klasse Secondhand-Läden aufgekauft wurden. Ja. Sodass man die selber im freien Verkauf gar nicht mehr gefunden hat, sondern dann in so Secondhand-Boutiquen, wo die gleich dann dreimal so teuer waren.
Und seitdem findet man natürlich auch in den etwas günstigeren Läden eigentlich nichts mehr. Und das, was du trägst, ist dann schon original 60er Jahre meistens? Oder gibt es dann auch so ein paar im Stil also, der 60er? Ja, also es gab eine Phase, so, naja, ja, vor 10 bis 7 Jahren oder so, wo tatsächlich auch es neue Sachen zu kaufen gab, die mir sehr gut gefallen haben. Das Kleid zum Beispiel. Und in der Zeit hatte ich Gott sei Dank auch ein bisschen so viel Geld, dass ich mir dann ab und zu mal was kaufen konnte. Schön. Letzte Frage, Thema Internet. Ich kann mich erinnern, wir hatten mit dir ein Interview gemacht, auch mal wirklich vor dieser langen Zeit. Und da war ja das Internet noch gar nicht so ein großes Thema. Da hattest du irgendwie erzählt, dass deine Managerin oder die Dame vom Plattenlabel für dich die E-Mail ausgedruckt hatte, die wir dir damals geschickt haben und dir gegeben hat, weil du keine E-Mail-Adresse hattest. Du hast jetzt ja auf der Bühne auch so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass du tatsächlich immer noch keine hast. Stimmt das? Doch, ich habe 3 E-Mail-Adressen, so. Aber wann ich meine E-Mails angucke, ist eine andere Frage. Und nutzt du das Internet, um auch neue Musik, wahrscheinlich jetzt weniger, aber vielleicht auch gerade ältere Musik zu entdecken? Da gibt es ja viele Quellen, wo man da ganz leicht was finden kann. Also ich muss irgendwie ein bisschen beschämt zugeben, dass ich mich in meiner Freizeit gar nicht so viel für so Musik interessiere. Oder also ich höre eigentlich zu Hause kaum Musik. Und wenn, dann habe ich so viel auch schon da. Da gibt es auf jeder Schallplatte noch neue Songs zu entdecken. Und Gott sei Dank habe ich ein paar Freunde, die mir mal was aufnehmen oder sagen, hier, das musst du dir mal anhören, das mache ich dann auch. Also ich muss selber, oder ich suche selber eigentlich nicht. Oh, gut. Ich danke dir sehr. ja, und einfach viel Spaß weiter auf der Tour, einfach weiterzumachen, und hat mich total gefreut, dass du die Zeit dir genommen hast. Dankeschön. Das freut mich dann auch.